Liebe Krefelderinnen und Krefelder, ich habe heute eine wichtige Information hier aus dem Krefelder Rathaus, die mit dem Thema Corona überhaupt gar nichts zu tun hat, trotzdem aber von großer Bedeutung ist. Die Stadt Krefeld hat von der Bezirksregierung Düsseldorf die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und damit des Haushaltes für das Jahr 2020 endlich bekommen. Das ist ein Grund zu sehr, sehr großer Freude, weil 2020 das Jahr ist, in dem wir die Haushaltssicherung verlassen wollen und verlassen werden. Und wir haben jetzt durch die Genehmigung testiert bekommen, dass alle eingereichten Unterlagen stimmen, dass wir einen guten Job hier in Krefeld gemacht haben. Warum ist das so wichtig? Es geht dabei um Geld, klar, das ist immer wichtig, aber es bedeutet vor allem, dass die schwierigen finanziellen Jahre für die Stadt Krefeld damit jetzt endlich zu Ende kommen. Nach der Zeit des Nothaushalts und der Haushaltssicherung können wir davon ausgehen, dass wir dann ab 2021 endlich wieder frei wirtschaften können. Das macht die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Vereinen leichter. Es ist für die Stadt einfacher, Investitionen zu tätigen. Und wir können vor allem im Jahr 2020 das Geld, was eingeplant war für Investitionen, zum Beispiel in Schulen, in Kitas, in Radwege, in Straßen und Plätze oder in Sportanlagen, endlich auch ausgeben. Das ist eine gute Nachricht, nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern auch für alle Krefelderinnen und Krefelder, die davon profitieren, dass wir diese Investitionen jetzt vornehmen können. Ich möchte das zum Anlass nehmen, mich ganz herzlich zu bedanken. Einmal bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Rathaus, in der Krefelder Stadtverwaltung, die in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet haben, dass wir diese Ergebnisse erzielen konnten. Ich möchte mich auch bedanken bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei Ihnen allen, die Sie an vielen Stellen auch Mittel von der Stadt Krefeld nicht zur Verfügung gestellt bekommen haben, Leistungen nicht bekommen haben, die sie mit Recht eigentlich gerne gehabt hätten, wo wir sagen mussten, es tut uns leid, es geht finanziell einfach nicht. Ich weiß, dass es da eine Menge Entbehrungen gegeben hat. Und schließlich möchte ich mich auch bei denjenigen im Rat der Stadt Krefeld bedanken, die in den letzten Jahren mehrheitlich die Haushalte beschlossen haben, die Fraktionen, die hinter diesen Haushalten standen, die in den Diskussionen dafür gesorgt haben, dass wir diese finanzielle Stabilität in unserer Stadt haben. Also jetzt zum langen Wochenende am 1. Mai eine wirklich gute Nachricht, auf der wir in den kommenden Wochen und Monaten gerade in dieser schwierigen Krisenzeit sehr gut aufbauen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, haben Sie noch ein schönes Wochenende und ich bin mir ganz sicher, dass wir dann leider wieder unter den etwas schwierigeren Corona-Vorzeichen in der nächsten Woche wieder voneinander hören werden. Alles Gute.